bevor es losgeht. 2024 bin ich wieder auf großer Live-Tour unterwegs, und zwar mit Hänzler Schnellnummer sind wir live on Tour durch Deutschland und Österreich. Alle Städte, Termine findet ihr auf eventim.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wir sehen uns, jetzt geht's los. Hänzlers schnelle Nummer. Heute mal wieder ein Video aus der Kategorie Basics. Und zwar den absoluten Klassiker, wie mache ich eine Bratensoße, eine Jus? Und wer ist dafür besser geeignet als unser hauseigenes Küchenlexikon, Tobi Tobiko Frerks? Ich wünsche euch richtig viel Spaß. Da bin ich wieder und heute unser Thema, fachlich kompetent Grand Jus genannt, also die ganz normale Bratensoße. Eigentlich aus Kalbsknochen gekocht. Wenn ihr aber an die Schlachtertheke geht, werdet ihr wahrscheinlich eher Rinderknochen finden, auch nicht so klein gesägt wie normal, aber das macht überhaupt nichts. Ich zeige euch jetzt, wie ihr eine richtig geile Jus zu Hause herstellen könnt mit ganz normalen Standardzutaten aus dem Supermarkt. So, einen schönen großen Topf, so Fassungsvermögen 5, 6 Liter irgendwie, dann, ich denke mal, so 4 Esslöffel Pflanzenfett rein. Rapsöl, Sonnenblumenöl, irgendwie sowas in der Richtung. Und dann Rinderfleischknochen. Also nicht nur Rindfleischknochen, sondern Rinderfleischknochen. Es gibt auch Knochen in der Schlachtertheke, da ist kein Fleisch dran. Die hier haben viel mehr Geschmack. So, die geben wir jetzt in den Topf und dann wird das Ganze erstmal richtig schön angebraten. Also die Knochen hier, die haben wir jetzt für ungefähr 10 Minuten rundherum angebraten. Die sind ein bisschen sperrig, wäre natürlich schöner, wenn sie ein bisschen kleiner wären, aber das ist halt das, was es gerade im Supermarkt gab. Also damit muss man dann klarkommen, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Es geht hier darum, Röstaromen zu erzeugen. Das heißt, Eiweiße und Zucker anzubraten, sozusagen hier entsteht die, jetzt wird es ein bisschen Fachsimpelei, aber hier entsteht die Maillard-Reaktion und die bewirkt, dass wir diesen schönen Wohlgeruch, Wohlgeschmack, diese tollen, röstigen Fleischaromen bekommen. Und was wir jetzt, während das noch ein bisschen brät, machen, ist unser Mirepoix, also unser Röstgemüse schneiden. Ich habe hier ein Stück Karotte. Man liest dann immer, und so ist es auch, man soll das Ganze in walnussgroße Stücke schneiden. Wir haben Karotte, wir haben Sellerie. Und zwar zwei Sorten Sellerie. Das eine ist Staudensellerie und das andere ist Knollensellerie, den ich hier gerade schneide. So, den einfach runterschneiden. So, das geben wir jetzt dazu. Und dann machen wir uns an die Zwiebel. Was wir jetzt machen, Zwiebeln achteln. Und zwar recht viele Zwiebeln. Weil Zwiebeln geben dem Ganzen Süße und Bindung und einen ganz tollen Geschmack am Ende. Es gibt auch Rezepte, da wird viel weniger Zwiebel verwandt. Wir benutzen viele Zwiebeln. So, die Zwiebeln kommen auch dazu. Und dann ist ganz wichtig, von Anfang an kommt dazu ein ganzer Esslöffel Salz. Ganz normales Speisesalz. Ein Esslöffel. Wenn man das von Anfang an richtig würzt und salzt, dann kriegt das einen viel kräftigeren, viel schöneren Geschmack. Und vor allem die salzwasserlöslichen Eiweiße lösen sich und die Geschmäcker können in der Brühe viel besser auskochen nachher. Also das Ganze jetzt einfach nochmal, upsala, kräftig umrühren und dann mit dem Röstgemüse zusammen ungefähr nochmal 10 Minuten braten, bis das Gemüse richtig schön Farbe hat. So, das Gemüse hat jetzt nochmal unter gelegentlichem Rühren 10 Minuten mitgeröstet, gebraten. Jetzt kommt dazu ein schöner fetter Löffel oder Esslöffel voll mit Tomatenmark. Das wird jetzt verrührt und dann wird das Ganze noch einmal für circa 5 Minuten mit dem Tomatenmark zusammen geröstet. Guck mal, jetzt weitere 5 Minuten später sieht es so appetitlich schon aus. Und es ist so ein Wohlgeruch, so appetitanregend. Und das ist ja eigentlich auch der ganze Grund der Geschichte, warum wir das machen. Einfach natürliche Aromen und Geschmacksverstärker erzeugen und einfach einen richtig geilen Fond herstellen.
So, was passiert jetzt? Jetzt kommen dazu Lorbeerblätter und ein paar Pfefferkörner. Und dann stäuben wir ab mit einem Esslöffel Mehl für eine leichte Bindung. Und das rösten wir nochmal eben eine Minute mit. So, das Mehl ist ein bisschen mit angeröstet. Das Ganze hat eine richtig tolle Farbe. Und jetzt passiert Folgendes, das nennt man Deglacieren. Wir löschen jetzt mit Rotwein ab. Wir nehmen nicht alles, wir nehmen erstmal die Hälfte. So, und was man jetzt macht, man kocht aus dem Fleisch oder den Knochen und den Fleischresten, die am Knochen sind, kocht man jetzt den Fleischzucker los und löst den und lässt diese Flüssigkeit dann wieder reduzieren, also auf Vollgas sind wir jetzt hier beim Herd, lässt diese Flüssigkeit wieder reduzieren und der Zucker, den wir aus dem Fleisch und vom Fleisch lösen, der karamellisiert in dem Sud wieder, bis die Flüssigkeit weg ist und dann löschen wir wieder ab und deglacieren erneut und wiederholen das noch einmal, um Farbe, Aroma, Geschmack zu intensivieren. So, und jetzt seht ihr das. Jetzt sieht man hier schon wieder Fett, was anfängt, trockene Substanzen zu braten. Und es fängt an anzusetzen. Das kann man jetzt noch so ein bisschen lösen. Aber jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo wir erneut mit Rotwein ablöschen. Und das Ganze wieder loskochen, den Bratensatz. Wieder Fleischzucker rauskochen und dann lassen wir das Ganze jetzt wieder reduzieren, bis fast nichts mehr davon vorhanden ist. So, jetzt ist der Fond wieder verkocht. Jetzt sieht man, dass es setzt wieder an. Und jetzt ist der Moment, wo wir mit Wasser auffüllen. Und dann wird das Ganze, und zwar recht viel Wasser, wir haben 1 Kilo Knochen gehabt, 2,5 Liter Wasser. Einfach drauf. Jetzt seht ihr, der Topf ist wirklich fast randvoll. Jetzt wird das Ganze einmal schnell aufgekocht. Und jetzt lassen wir das Ganze für 4 bis 5 Stunden simmern und dann sehen wir uns wieder. Köchelt seit 2,5 Stunden. Ach, der Freaks. Ich brauche noch ein bisschen Wasser. Nochmal 1 Liter Wasser oben drauf. Weiter simmern lassen. Nach 4,5 Stunden sieht das Ganze so aus und das Fleisch löst sich hier komplett von den Knochen. Das ist der Zeitpunkt, wo wir davon sprechen können, dass die Jus fertig ist. Noch nicht ganz, aber geschmacklich ist sie fertig. Wir müssen sie einfach nur noch passieren und reduzieren. Das heißt, sie auf die gewünschte Konsistenz und Intensität einkochen. Also wir nehmen jetzt einfach, weil wir diese Knochen natürlich schlecht, hupsala, mit durch das Sieb passieren können, nehmen wir dieses einfach jetzt raus mit dem Fleisch. Der ganze Geschmack befindet sich jetzt in diesem Sud. Und wenn ihr das hier, das seht ihr jetzt schon, der ist auch nicht mehr ganz so dünn wie Wasser. Hier ist natürlich jetzt ganz viel Gelatine reingekocht aus dem Fleisch und aus den Knochen. Und die ganzen Röstgemüse sind verkocht und geben dem Ganzen schon eine natürliche Bindung. So, das kommt raus. Und dann wird das Ganze auf ein ganz feines Sieb gegossen. Mit dem ganzen Gemüse und den Zwiebeln drin. Und dann muss man das, damit man die Bindung nicht verliert und den Geschmack mitnimmt, das Ganze durch so ein feines Sieb stochern. Und während man stochert, püriert man das Gemüse und gibt die Bindung dann an die Soße ab. Das dauert jetzt erstmal einen kleinen Moment. Ich bin gleich wieder da. Da ist die Traumsoße. Ihr seht das, hier oben drauf ein bisschen Fett. Die kochen wir jetzt gleich wieder auf, aber ich probiere mal eben. Oh, ganz schöne Röstaromen, richtig kräftig. Was auch ganz wichtig ist, was ich vorher gemacht habe, diesen ganzen Löffel Salz, den ihr ziemlich am Anfang dazu packt, das ist extrem wichtig, dass die Soße so schön wird. Jetzt ist sie aber noch ein bisschen dünn. Die lassen wir jetzt noch ein bisschen reduzieren, dass sie noch ein bisschen kräftiger wird. Und dann ist das Ganze ja aber eine Grundsoße,
die ihr dann in jede Richtung weiter verändern könnt. Also ihr könnt dann darin Kräuter auskochen, ihr könnt die dick abbinden, ihr könnt die nehmen, um davon ein bisschen an euer Geschnetzeles ranzumachen. Normalerweise ist das eine Grand Jus. Die Standardsoße, damit wird eigentlich erst so eine richtige Jus, also wie wir sagen in der Küche, eine Demi-Glas angesetzt. Also das ist der erste Ansatz. Dann macht man das gleich nochmal und füllt aber damit auf, um dann richtig Power auf den Teller zu kriegen. Das ist aber, ich sag mal so, vielleicht ein bisschen aufwendig. Also wie gesagt, nehmt das als Grundsoße. Ihr könnt auch das nehmen, um daraus eine Rahmensoße zu kochen oder für eine Champignon-Rahmensoße zum Schnitzel. Einfach mal sowas machen, wenn ihr Zeit und Bock habt am Wochenende. Euch ein Weckglas oder so ein altes Marmeladenglas oder zwei in den Kühlschrank stellen, habt ihr immer was da und habt immer eine Fresse voll Geschmack. Und hier die Einkaufsliste zur Bratensoße. 1 Kilogramm Fleischknochen vom Rind, 4 Esslöffel Rapsöl, 250 Gramm Zwiebeln, eine Karotte, ein Stück Knollensellerie je 70 Gramm, eine Stange Staudensellerie, 1 Esslöffel Tomatenmark, 1 Esslöffel Mehl, 1/4 Liter Rotwein, 2 Lorbeerblätter, 10 schwarze Pfefferkörner, 3,5 Liter Wasser und 1 Esslöffel Salz. Von Anfang an viel Spaß beim Nachkochen. Das war Hänzlers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter hänzlers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.